Das 9:0 erzielte in der 48. Minute der Spielerin Nummer 8, Darius Gündoğan. Und das 10:0. Und dann war das 8:0. Wir liegen hier. Da sind die 10. Gibt es keine 10 und wir gehen runter zu den alten. Ich bin gefahren.
Ja, viele gute. Sofort getroffen, nachdem du wieder da warst, also hast nichts verlernt. Ja, ich sage nichts verlernt, auf jeden Fall. Ich denke, es war ein guter Start für mich und ja, ist natürlich jetzt erstes Spiel auch gewesen, aber ich denke, wir haben uns gut verkauft und so kann es weitergehen. Macht das viel Spaß, gegen so eine Mannschaft zu spielen, die eigentlich komplett chancenlos ist? Ja, klar, aber ich sage trotzdem, Fußball ist Fußball, ne? Aber klar, war für die Truppe, glaube ich, auch anstrengend heute. Für uns war es bestimmt auch anstrengend nach der langen Trainingswoche jetzt auch, aber es war auf jeden Fall ein guter Start. Du hast dich jetzt entschlossen, wieder zurück zu Preußen zu kommen. Warst du letztens fair? Was war für dich der ausschlaggebende Grund? Ja, also ich sage, ich hatte ja auch schon gesagt, dass die Entscheidung damals nicht einfach war zu gehen. Ich hatte mir das echt schwer gemacht und ich habe weiter natürlich Preußen verfolgt, war weiter auch in Kontakte und wo dann der Kontakt mit Peter kam, musste ich nicht lange überlegen, habe gesagt, ich habe Bock auf die Aufgabe und will hier wieder zeigen, was ich kann. Kennst du noch einige Leute aus dem Umfeld? Ne? Macht es das einfach? Ja klar, das macht immer alles einfacher, wenn man ein paar Leute noch kennt, aber auch die neuen Leute. Ich bin eh ein offener Typ, ich komme schnell mit allen eigentlich klar und ja, ist eine super Truppe, alles drumherum, alles super, ich habe einfach Bock. Du kennst die Liga, hast du 2 Jahre in Fair gespielt, was meinst du, was kann Preußen erreichen? Boah, da würde ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich würde einfach sagen, dass wir 100% geben und dann jeder kann jeden schlagen in der Liga und Preußen hat einen Namen in der dritten Liga und wir werden auf jeden Fall eine gute Saison spielen, da bin ich von überzeugt. So, Luca, heute das erste Mal, dass du für Preußen aufgelaufen bist. Wie viel Spaß hat es gemacht? Ja, sehr viel, ja. Gegen so einen Gegner, guter Einstand, viele Tore geschossen, was nicht immer einfach ist bei so Gegnern, aber wir haben es gut gemacht direkt, ja. Hat Spaß gemacht. Jetzt bist du eine Woche in Münster, wie gefällt es dir? Sehr gut, ja. Einiges gesehen. Die Jungs sind super und auch die Stadt gefällt mir gut. Also ja, passt. Jetzt, wie gesagt, du spielst, glaube ich, Mittelfeld. Das ist deine Position und der liebe Abwehr hast du, glaube ich, auch schon gemacht. Abwehr habe ich auch schon gespielt, aber ich spiele tatsächlich lieber auf der 6, ja. Und hast du dir, dass du da auch in der dritten Liga zum Zuge kommst? Auf jeden Fall, ja. Ulrike, erstmal willkommen in Münster. Wie war es für dich heute? Das erste Spiel für Preußen? Dankeschön. Ja, hat sich sehr gut angefühlt. Haben einige Tore gemacht. Das war heute das Ziel, dass wir ein bisschen reinkommen heute im ersten Testspiel und ist, denke ich, ganz gut gelungen. Das hast du letzte Saison, glaube ich, in Ingolstadt gespielt, überhaupt 3 Jahre, glaube ich, davor in Magdeburg. Wie ist der Unterschied zu Preußen? Da kann man das noch gar nicht sagen in der kurzen Zeit. Ja, war eine sehr kurze Zeit bis jetzt, aber man merkt schon, hier ist auf jeden Fall Qualität vorhanden. Ich freue mich riesig auf die Saison, auf die Drittligasaison. Hier herrscht eine riesen Euphorie, die Stimmung ist gut in der Mannschaft, im Training ist schön Zug drin und jetzt heute im Spiel war, denke ich, auch ganz ordentlich. Was ist so deine Lieblingsposition im Mittelfeld? Eher zentral, eher offensiv, eher defensiv? Was spielst du am liebsten? Ja, schon. Auf jeden Fall fühle ich mich in der Mitte wohl, also auf der Doppel-6 und da, ob der offensivere oder der defensivere Part, das ist eigentlich egal, aber Hauptsache in der Mitte. Ich habe gesehen, du bist Linkshänder, bist du auch Linksfuß? Ja, genau. Aber das passt ja mit Dennis Grote, der ist auch Linksfuß, da wäre auch 2 Linksfüße im Mittelfeld, wäre natürlich sehr lustig. Dann. Ja, ist auch selten, also meistens sind es ja Rechtsfüßer, aber ich denke, das würde auch so gut passen. Aber es gibt ja noch andere Spieler, gute Spieler, die Position spielen wollen. Im Endeffekt ist es ja auch egal, wer spielt, der Erfolg ist ja immer das Wichtigste, aber natürlich will jeder spielen. Ja klar, aber am Ende des Tages geht es um Preußen Münster. Wir müssen schauen, dass wir die Ergebnisse liefern. Wer dann auf dem Platz steht, es ist egal und wir sollen einfach als Truppe gut funktionieren. Es laufen hier ganz viele Kinder rum, die Autogramme wollen, Fotos. Wie viel Spaß macht sowas? Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich kenne es noch ein bisschen auch aus Magdeburg, da war es ähnlich. Ist natürlich schön, wenn man den Kids eine Freude bereiten kann, ein paar Autogramme, dann sind sie glücklich, macht auf jeden Fall Spaß. Daniel, heute dein erstes Spiel für Preußen, wie hat es dir gefallen? Ja, war super, geil mit den Fans. Viele Zuschauer da gewesen. So. Ja, das war super. War super. Die 7 und die 10 einfach beste Spiel. So, 3 Tore hast du dort gemacht. Das ist natürlich immer gut, gleich, auch wenn es so ein Testspiel war, sofort Tore zu treffen. Ja, ich denke, war von uns allen ein super Spiel.
war vielleicht zwar nur Bezirksliga, aber Spieler. Aber ja, so viele Tore zu schießen, gibt einem an erster Stelle auch viel Selbstvertrauen. Und ja, und die nächsten Testspiele wollen wir natürlich daran anknüpfen. Ne? Da kommen schwerere Gegner auf jeden Fall als heute. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal, da kann man ja auch knipsen. Ne? Also sind da jetzt keine Übermannschaften. Ne? Du hast dort ein bisschen so auf der Zehnerposition gespielt, kann man so ungefähr sagen. Was ist so dein Lieblingsbereich? Wo spielst du am liebsten? Ja, also ich spiele am liebsten echt im Zentrum. Ja, ob auf der 8 oder auf der 10, das ist eigentlich egal, aber eher im Zentrum. Die Außenposition kann ich auch belegen, aber ja, ich fühle mich mehr zu Hause im Zentrum. Ne? Das ist ein bisschen verrückt hier, die ganzen Kids stehen drumherum und auf der Kamera Fotos zu haben. Ein bisschen neu für dich. Ja, kennt man so nicht, ne? Kennt man so nicht, aber ja, ist auf jeden Fall schön, wenn die Jungen sich da auch freuen, ne? Jetzt von der U23 in die erste Mannschaft gekommen. Wie war die erste Woche für dich? War auf jeden Fall sehr intensiv, macht aber echt Spaß. Im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich oben bin. Du hast ja schon öfter mal reingeschnuppert, hast auch schon mal ein, zwei Mal gespielt, Pokal, ich glaube einmal in der Regionalliga auch schon mal. Wie ist das jetzt, wenn man richtig fest da ist? Ist das ein anderes Gefühl? Ja, ich finde es immer gut, fest in einer Mannschaft zu sein, weil du jeden Tag die Jungs um dich drum hast. Deswegen bin ich einfach froh, dass ich jetzt fest oben dabei bin und nicht nur ab und zu. Das ging ja damals oder in der letzten Saison nicht, einfach weil ich noch in der Ausbildung war. Ich habe es versucht so oft wie möglich, aber jetzt geht es eben immer und deswegen super. Die Ausbildung hast du jetzt abgeschlossen, können wir Glückwunsch sagen. Jawohl. Ja, herzlichen Glückwunsch, was bist du jetzt? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Kaufmann für Versicherung und Finanzen beim LVM. Okay, das ist ja auch eine gute Firma. Und willst du weiter in diesem Bereich dann arbeiten oder erstmal nur Profi? Erstmal nur Fußball und da mal gucken, was kommt. Aber jetzt, wie gesagt, du, Leute, die dich nicht so gut kennen, Abwehrspieler bist du, spielst du meistens in der Kette oder auch auf der rechten Seite? Was ist deine Lieblingsposition? Im letzten Jahr, also in der letzten Saison unter Kieran bei der U23, habe ich eigentlich immer rechter IV, zentraler IV gespielt, ab und zu dann rechte Schiene wie heute, aber hat heute ja auch ganz gut geklappt. Du hast sogar ein Tor schossen. Ja, richtig. Das ist eher selten, nicht deine Spezialdisziplin. Das stimmt. In der Oberliga letzte Saison hast du, glaube ich, ein Tor gemacht, ne? Richtig, gegen Lotte einmal, Kopfball. Ja gut, das muss auch mal sein. Ja, ist es vielleicht, das ist so deine Hoffnung? Ich meine, es sind ja viele gute andere Abwehrspieler dabei. Erstmal reinstuppern oder insgesamt doch ein bisschen die Hoffnung haben, dass wir nochmal ein paar Spiele machen? Ja, das Ziel ist natürlich immer, so viel Spielzeit wie möglich zu kriegen. Ich weiß aber, dass es auch brutal schwer wird. Deswegen alles geben, alles reinhauen und dann kann man sich am Ende nichts vorwerfen. Und ein bisschen auch noch was lernen von den anderen Mitspielern? Auf jeden Fall. Gibt ja Spieler hier wie Scherder, Lorenz, die alle schon sehr viel Erfahrung haben im Profifußball. Und von den Jungs kannst du einfach viel lernen. Grote auch. Also gibt genug Spieler hier. Sascha Hildmann, das erste Spiel in der neuen Saison, ich glaube 18:0, da hat man schon Probleme beim Mitzählen, oder? Ja, in der Tat, dass es so ein klares Ergebnis wird, habe ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, gegen den Bezirksligisten. Ja, es ist sehr gut gelaufen. Ich glaube, die ganze Woche war schon eine sehr gute Trainingsarbeit da und das hat sich heute im Spiel gezeigt. Man hat sich auch fortgesetzt. Sie haben einfach das umgesetzt, was wir die ganze Woche trainiert haben, mit sehr hoher Qualität. Was für einen Sinn ergibt trotzdem solche Spiele? Was kann man da für Erkenntnisse gewinnen als Trainer? Das ist doch jedes Spiel oder jedes Testspiel ist doch immer wichtiger oder besser als ein Training. Und in diesen hier kannst du wunderbar trainieren, Abläufe in der Box, Abläufe über außen durchsprechen, Positionierung, über Positionsspiel im Mittelfeld, sowie im Angriff, also da kannst du so viel trainieren. Die machen eben noch viele Fehler und dadurch kannst du eben dann auch deine Vorteile draus ziehen. Jetzt sind heute 18 Spieler, nee, 18, Quatsch, was rede ich, 18 Feldspieler, zwei Deutermod gespielt, doch richtig, wie ist die Mannschaft so zusammen, bist du zufrieden, wer soll noch kommen? Ja gut, Sebastian Mrovca kommt ja jetzt noch, ne? Der hat ja noch ein bisschen Urlaub bekommen, dann ist ja Marvin Benjamins fehlt ja auch noch, der sollte ja auch noch kommen, der ist ja noch krank. Und deshalb, wer dann noch dazu kommt, lasst euch mal noch überraschen. Machen wir, aber es kommen noch 2 bis 3 Spieler. Tja, weiß ich nicht. Ich will jetzt gerne dann an Namen, an Zahlen festmachen. Einfach mal abwarten. Okay, dann warten wir ab. Jetzt letzte Frage. Cheruska Langenbeck, sagt dir das was? Wer? Cheruska Langenbeck. Cheruska Langenbeck. Udo für den Ostklos ist der Gegner im Westfalenpokal. Ach du Herr Jemene, okay, wusste ich, kenne ich nicht. Tut mir leid, bitte nicht böse sein. Was spielen die denn für eine Liga? Ich glaube, Kreisliga A im Kreis Tecklenburg. Kreisliga A, okay. Na ja, gut, dann freuen wir uns auf das Spiel. Ja.